Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder iBuyPower und zwar mit dem AM5 B650 Next Day PC für 1669 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Dominik bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Also das passt nicht wirklich. Klar, die Wasserkühlung, die da drin ist, da ist eine Wasserkühlung drin, aber halt nicht diese hier, die auf dem Bild zu sehen ist. Diese vierfach RAM-Bestückung ist auch nicht vorhanden. Das Mainboard, das stimmt auch nicht. Die Grafikkarte passt tatsächlich einigermaßen, aber das ist irgendwie, ja, das Board ist halt weiß. So, ihr wollt jetzt ein System, was vielleicht wirklich so aussieht, mit einer weißen Grafikkarte und einem schwarzen Board. Das Board ist aber auch weiß. Aber das Gehäuse ist schwarz, also es ist ein Black-and-White-Bild. Ist alles ein bisschen verwurstelt. Und ihr wisst ja, ich bin kein Fan davon. Also entweder zeigen sie nur das blanke Gehäuse, wie es viele SIs mittlerweile machen, oder sie bauen es wirklich 1:1 und zeigen das dann auch so. Das ist ja auch irgendwie Next-Day-PC. Ich weiß nicht, ob das was mit der Lieferung zu tun hat. Dann sind die Dinger wahrscheinlich vorgebaut, dann kann man davon auch ein Foto machen. Ist zumindest meine Meinung. Weiß ich nicht, vielleicht meinen sie das wirklich mit Next Day oder vielleicht auch nicht. Kommen wir aber mal zu den technischen Daten. Wir haben als Gehäuse ein iBuyPower Height Y40. Wo da jetzt der Unterschied ist, kann ich euch nicht sagen. Das Height Y40 oder Y40, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, das gibt es halt ganz normal. Wahrscheinlich haben sie nur ein iBuyPower Logo vorne drauf. Ich kann es euch nicht sagen. Aber das ist halt schwarz, so wie es auch hier angezeigt wird. Das hatte ich auch selber schon im Test. Das bringt einen Lüfter hinten im Heck mit, 120er. Auch das Riser-Kabel ist dabei, also die Grafikkarte wird definitiv hochkant eingebaut. Ja, ist ganz okay, das Gehäuse. Wer das Design mag, wie der Aquarium-Optik, wie es mittlerweile überall so ist, der kann das ruhig nehmen, das passt vom Airflow. Hier wird dann sehr wahrscheinlich die Wasserkühlung auch an der Seite eingebaut. Das heißt, die kalte Luft kommt an der Seite rein, geht dann hier so ein bisschen über die Grafikkarte und dann hinten wieder raus. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie den Radiator oben einbauen. Aber wenn es auf dem Bild an der Seite dran ist, werden sie es wahrscheinlich auch seitlich einbauen. Und das kostet 129,90 € bei CaseKing.de. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Geht auch schneller. 6000er ganz easy. Gilt eigentlich für alle AMD-Prozessoren der 7000er Generation. Das funktioniert. Ich will diesem Prozessor gar nicht seine Daseinsberechtigung absprechen. Aber ein 7500F hätte halt auch gereicht. Gerade dann mit der Grafikkarte, wenn man, sag ich mal, auf WQHD oder so spielt. Das merkt ihr nicht großartig. Weil es sind ja nicht mal mehr irgendwie 8 Kerne. Dass man dann sagen kann, okay, zum Streamen besser geeignet als zum 6-Kerner, wenn er jetzt 8 hätte. Hat er aber nicht. Er frisst einfach viel mehr Strom, hat dafür ein bisschen mehr Leistung gegenüber dem 7500F und natürlich eine integrierte Grafikeinheit, die er aber sowieso nicht benutzt. Weiß ich nicht, ob ich damit so glücklich bin. Preistechnisch passt es natürlich rein, aber ich habe auch gleich noch zwei Alternativen für euch. Da haben wir auch ein 7500F, dann seht ihr mal, was so möglich wäre. Und der kostet 207,89 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine MSI MagCore Liquid 240. Air. Die ist schon eine ganze Weile auf dem Markt. Ich würde die definitiv nicht kaufen. Genauso wie die 360er davon. Da gab es nämlich auch Probleme mit, dass die dann irgendwann sich zugesetzt hat an den Kühlkörpern, die im Pumpenkopf sitzen und so. Da ist die Pumpe verreckt, die im Radiator sitzt und nicht im Pumpenkopf, wo es normalerweise ist. Also die Pumpe ist nicht vorne auf dem lustigen Logo, sondern halt im Radi selbst. Technisch gesehen, der 240er reicht für diesen Prozessor natürlich dicke. Aber mich überzeugt die Qualität dieser Wasserkühlung nicht. Dann lieber ein Nachfolgemodell nehmen oder so. Wie gesagt, die ist schon eine Weile auf dem Markt, schon etwas älter. Ich würde da die Finger von lassen. Die Erfahrung habe ich persönlich gemacht. Ich hatte nämlich eine 360er, die sich daran verreckt. Dann hatte ich einen Bekannten, der hatte auch die 360er, die sich daran verreckt. Dann gibt es ein Video von Senchili darüber, glaube ich auch von Roman der Bauer und so weiter. Nee, würde ich lassen. Und die kostet 75 € bei Smart Online Shop über Amazon Marketplace. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5, 5600 MTS, Memory Module, G-Skill, Corsair oder Kingston. Und da wir hier nicht genau wissen, was wir kriegen, nehmen wir jetzt einfach mal den von Kingston. 32 GB ist okay, 5600 MTS. Ja, kann ich mit leben. 6000 hätte ich lieber gesehen. Und bei den Timings wissen wir es halt einfach nicht, weil das auch wieder nicht dabei steht. Deswegen nehmen wir jetzt hier CL40. Könnt ihr ja reinwandern. Selbst wenn ihr CL30 erwartet, der übrigens 5 € teurer ist,
Wenn ihr den erwartet und ihr kriegt dann CL40, könntet ihr rechtlich gar nicht dagegen vorgehen, weil der Anbieter es einfach nicht hinschreibt. Das ist wie, als würdet ihr ein Auto kaufen, ihr wollt 200 PS, der Anbieter packt das da rein, ihr kriegt aber die Variante mit 120 PS. Ungefähr, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass ihr euch was darunter vorstellen könnt. Der hat jetzt auch keine RGB-Beleuchtung oder so. Ich glaube auch nicht, wenn sie jetzt Corsair oder so nehmen, dass da irgendwo RGB mit dabei ist, weil dann hätten sie es auch dabei geschrieben. Und der kostet 95,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein ASRock AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6. Und da die auf dem Bild auch so aussah, nehmen wir jetzt die Steel Legend. Das ist halt die, die ihr da auch gesehen habt. Die ist relativ okay für Full HD und auch noch WQHD Gaming. Da muss man immer ein bisschen auf die Titel achten. 4K, klar, E-Sports-Titel, aber so AAA-Titel unter 4K, nee, das packt die nicht. Also es kommt darauf an, wie viel FPS ihr erwartet. Wenn ihr mit 30 FPS spielen wollt, geht das auch. Aber schaut euch dazu bitte einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Jetzt hier in dem Preisbereich. Ja, kann man machen, aber es gibt bessere Angebote, zeige ich euch gleich. Und die kostet 434,81 € bei Mindfactory. Das Motherboard ist ein ASRock B650 Steel Legend Wi-Fi. Das Board ist halt komplett weiß. Ich zeige euch nochmal das andere Bild. Ich meine, ich finde es sowieso schon komisch, dass die Grafikkarte so weiß hier raussticht, aber das Board ist halt dann auch weiß und der Rest ist schwarz. Müsst ihr draufstehen. Ich finde den Designpunkt jetzt nicht so toll dann getroffen, aber das muss jeder selber wissen. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und habt dann noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir TOS-Link, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, Bluetooth und WLAN, Antennenanschluss, das heißt, wenn ihr jetzt ein Bluetooth-Controller habt oder ihr braucht WLAN, ist es auf jeden Fall mit dabei. Die Antennen liegen auch dabei und die Onboard-Grafikanschlüsse, ja, könnt ihr potenziell benutzen in Kombination mit diesem Prozessor, aber nehmt erstmal die der Grafikkarte. Also begeistern tut das Board mich jetzt nicht. Der Chipsatz ist okay in dem Preisbereich. Klar, es gibt aktuellere. Es gibt auch schon aktuellere Prozessoren. Wir sind ja schon bei der 9000er Generation. Wir sind hier in der 7000er gelandet. Aber man muss immer so ein bisschen auf den Preispunkt gucken. Und ich denke dafür, ja, ist es okay. Und das kostet 193,90 € bei 0%shop.de oder bei Alternate oder Notebooks billiger. Das Netzteil ist ein 750 Watt Be Quiet System Power 10 750 Watt 80+. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80+, Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also erstmal 750 Watt reicht theoretisch für das System. Ich finde aber, dass diese System Power Netzteile, was ja diese Einstiegsserie abbildet von Be Quiet, hier fehl am Platz. Ist ja ein Gaming-PC, kein Multimedia-System oder so, sondern einfach nur Gaming. Über ATX 3.0 oder so müssen wir gar nicht sprechen. Das sollte bei dem Preis reinwandern, ist es aber auch nicht. Braucht ihr aber theoretisch nicht, weil die Grafikkarte diesen neuen 12 Volt Hyperpower-Anschluss sowieso nicht hat. Aber ich hätte da, weiß ich nicht, gerne einen Pure Power gesehen, Straight Power. Oder eins von MSI mit ATX 3.0, wie auch immer, wir haben einen Riesenmarkt. Von mir aus auch eins von Deepcool. Aber ja, kein Kabelmanagement und so. Ist auch wieder da richtig schön billig in diese Restekiste reingegriffen und ja. Deckt sich halt so ein bisschen mit dem Alter der Wasserkühlung. Das ist ungefähr so die Serie, als die Dinger rauskamen. Und das kostet 67,62 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Samsung 980 Pro M.2 PCI Express NVMe Gen 4. Lesen 9600 MB die Sekunde, schreiben 5000 MB die Sekunde. So eine SSD gibt's nicht. Zumindest nicht im Bereich PCI Express 4.0. So, ab 5.0 seht ihr hier so einen schönen Sprung. Also bei 4.0 hört das ungefähr bei 7500 auf und dann kommt schon 5.0 und dann beginnt das bei 9600 und ihr seht ja hier die Leseraten, die haben dann Vertipper drin. Ist aber auch blöd. Sagen wir jetzt mal, ihr habt jetzt keine Ahnung, PCI Express 4 und 5 und Lese- und Schreibraten, erwartet wirklich diese 9 GB die Sekunde lesen und kriegt ihr dann nicht. Da könnt ihr theoretisch was gegen machen, weil das ist wirklich ein Vertipper. Aber muss halt nicht sein, ne? So ist es halt. Kommen wir mal zu der SSD an sich. Die hat 7000 MB die Sekunde lesen, 5000 MB schreiben passt, das ist in Ordnung. 1 TB, ja, müsst ihr mit klarkommen, nicht ich, finde ich immer ein bisschen wenig, aber es kommt darauf an, wie viele Spiele man installiert. Es kann auch sein, ihr spielt nur 2 Stück, ja okay, dann soll es so sein. Qualitativ okay, Lese- und Schreibrate ist schnell, klar, ob ihr das braucht, steht auch wieder auf dem anderen Blatt. Ich wäre jetzt auch mit einer 3500 MB oder 5000 MB Karte gegangen, aber es ist halt eine 7000er. Habe ich gerade Karte gesagt? Ja, ich bin wieder bei Speicherkarten gelandet. Ist natürlich eine Festplatte, eine SSD. Und die kostet 97,90 € bei Mindfactory. Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Edition ist auch mit dabei, inklusive Installation. Ist das aktuellste Betriebssystem in der Home-Variante. Die Pro-Variante braucht ihr theoretisch auch gar nicht. Ist okay. Und das kostet 36,59 € bei IT Hardpool.
Impuls. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.339,50 Euro. Und das System kostet 1.669 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis fürs Zusammenbauen von ca. 330 Euro. Ist nicht die Riesenabzocke, ist auch kein Schnäppchen, finde ich persönlich einfach zu teuer. Abzocke ist immer sowas, wenn es so in den vierstelligen Bereich reingeht, finde ich. Sag ich mal so 800 bis 1000 Euro oder darüber hinweg natürlich. Das ist dann richtig Abzocke. Hier haben wir jetzt ja 330 Euro, was bei dem Preisbereich natürlich auch sehr viel ist. Aber das müssen die ja selber kalkulieren. Aber in meinen Augen ist es halt zu teuer. Das Netzteil ist uralt, die Wasserkühlung ist uralt, wird dann irgendwie gepaart mit relativ aktuellen Komponenten, würde ich die Finger von lassen. Ich hätte hier mal zwei Alternativen. Jetzt erstmal von MyPC. Da haben wir einen Gaming-PC RX 7900 XT. Da seht ihr schon einen Unterschied. Ryzen 5 7500F. Seht ihr natürlich auch einen Unterschied. Für 1559,99 Euro. Ist günstiger als der andere. Die Grafikkarte ist halt die 7900 XT 20 GB. Kein Hellhound-Modell. Hat die Bewandtnis, dass die Hellhound-Dinger gerne Spulenfiepen haben. Deswegen schreiben sie es dabei. Der Prozessor ist natürlich ein bisschen schwächer. Auch ein 6-Kerner. Pfeift sich aber nicht so viel Watt und Leistung rein, Strom, wie auch immer, und produziert dadurch auch nicht so eine hohe Abwärme. Der CPU-Kühler ist ein Thermalright Assassin Spirit 120 Evo, ist ein Luftkühler, aber auch mit RGB-Beleuchtung, reicht aber für den 7500F. Wir haben auch 32 GB, allerdings 6000 MTS CL30 und ihr wisst genau, was ihr bekommt, Patriot weiter Venom 5. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, ja, kann man noch nehmen, auch nicht der aktuellste Chipsatz, klare Sache, aber das System ist ja auch günstiger. Hier geht es jetzt eher in Richtung Prozessor und Grafikkarte, wo ich euch die Unterschiede zeigen möchte. Die SSD ist auch nur eine 1 TB, eben mit diesen mittleren Lese- und Schreibraten, was für einen Gamer aber völlig reicht. Das Gehäuse ist ein Deepcool Matrex 55 Mesh V4C mit Glasfenster, bringt schon 4 RGB-Lüfter mit Meshfront, hat eine Glasscheibe. Ist natürlich keine Aquarium-Optik, aber funktioniert und bleibt kühl. Hier haben wir ein sehr aktuelles Netzteil, das MSI Mac A750 GL PCI Express 5 750 Watt ATX 3.0 80 plus Gold. Gold-Zertifizierung, ATX 3.0, längere Garantiezeit von MSI, passt. Windows 11 ist als Pro-Variante auch schon mit dabei, installiert und aktiviert und ihr habt halt 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Und jetzt gehen wir gerade nochmal speziell auf die Grafikkarte ein. Diese 7900 XT ist natürlich deutlich stärker als die 7700 XT. Und um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, 45% stärker in der Rasterleistung und auch im Raytracing. Und da kann man wirklich davon sprechen, okay, mit der könnt ihr QHD spielen und auch 4K. Natürlich, es gibt noch die XTX von AMD, die liegt dann bei einer 4080, 4080 super rum. Die hier ist noch ein bisschen schwächer, aber für 4K reicht die in den meisten Titeln aus. Es sei denn, ihr ballert alles auf Anschlag, dann natürlich auch nicht mehr. Aber ihr bekommt halt bei einer Gaming-Maschine deutlich mehr Grafikleistung. Auf den Prozessor kommt es dann nicht mehr so an. Klar würde es jetzt nochmal einen Unterschied machen, wenn man jetzt einen 7800X3D da reinschmeißt, aber da braucht man in dem Preisbereich nicht drüber sprechen, weil der wieder so sauteuer geworden ist. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.356,04 Euro und das System kostet 1.559,99 Euro. Da seid ihr jetzt bummelig bei einem Aufpreis von etwas über 200 Euro. Das finde ich tatsächlich auch noch fair, das kann man machen. Zur Erinnerung, der andere waren 330 Euro, also das wäre nochmal ein deutlicher Unterschied gewesen. Jetzt haben wir hier aber noch einen und zwar den von Hardware Deals, auch für 1600 Euro rum. Da seht ihr schon, da ist ein 7600X3D drin. Der macht gegenüber dem 7500F doch noch einen Unterschied wegen dem 3D V-Cache. Der CPU-Kühler ist hier halt auch nur ein Luftkühler, reicht aber für den mehr oder weniger aus. Da wird schon ein bisschen enger mit der Temperaturabführung, aber es klappt im Gaming sowieso. Das Board ist ein Gigabyte B650 Gaming XAX V2, auch WLAN, Bluetooth, alles mit dabei. Die Grafikkarte ist eine RTX 4070 Super. Ist jetzt natürlich keine AMD-Grafikkarte. Aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Wenn ihr euch mehr für Nvidia interessiert, dann könnt ihr einfach in der Videobeschreibung eben gucken. Ich packe die ganzen Links da rein. Da seht ihr auch immer die Preisvergleichslisten. Der Arbeitsspeicher auch, 32 GB, CL30, 6000 MTS, wie bei MyPC, ist halt jetzt hier der Kingston Fury Beast. Die Festplatte ist auch eine 1 TB Kingston KC3000. Die ist auch sauschnell. Schneller als die natürlich von MyPC und auch schneller als die von eben iBuyPower.
beziehungsweise Samsung in dem Fall. Das Netzteil, da haben wir auch ein 750 Watt Netzteil, auch ATX 3.0, 80 plus Gold Zertifizierung, längere Garantielaufzeit und so weiter, so macht man es richtig. Und nicht so ein System Power 10 da reinschmeißen. Und das Gehäuse ist ein Enderfy Rectum 400A RGB. Halt auch vorne RGB-Lüfter drin, Mesh-Front, sieht nicht ganz so schick aus, aber passt halt für das System ganz gut, hat auch eine Glasscheibe. Airflow ist gegeben, ist okay. Das, was jetzt hier leider fehlt, ist halt das Betriebssystem. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1488,61 €. Und das System kostet halt 1,6. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von ungefähr 110 €. Liest sich sogar noch besser als der von MyPC und liest sich alles besser als das von iBuyPower. Also ich würde von dem Ding die Finger lassen. Man weiß nicht genau, was man bekommt beim RAM. Es ist alles so ein bisschen alt und neu zusammengewürfelt. Hauptsache das Lager wird leer. Die Wasserkühlung, der vertraue ich nicht. Klare Sache, persönliche Erfahrung, wie gesagt. Und auch viele aus der Community. Und ihr habt die Alternativen gerade gesehen. Wollt ihr eine AMD-Grafikkarte, könnt ihr das MyPC-System nehmen. Da seid ihr bei bummelig 200 € Aufpreis. Oder halt eine Nvidia-Karte, nimmt ihr das von Dubaro. 110 € Aufpreis. Wie gesagt, ich verlinke euch immer alles unten in der Videobeschreibung. Auch die Geistheitslisten dazu. Ihr könnt tagtäglich dann einfach vergleichen. Weil die Preise schwanken jetzt gerade in Richtung Wintermonate wieder ziemlich krass. Deswegen ein bisschen aufpassen. Kann schon wieder sein, dass wenn das Video hier kommt in 2-3 Tagen, das wird ja erst noch geschnitten und hochgeladen, was nicht alles, dass sich dann die Preise wieder krass verändert haben. Und hier jetzt noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten ja gerade eine Alternative von MyPC. Die suchen im Moment Mitarbeiter. Lest euch mal diesen Text hier in Ruhe durch. Ihr könnt das Video natürlich stoppen oder kommt einfach auf unseren Discord. Guckt in den News-Kanal. Die suchen halt einen PC-Monteur in Vollzeit und einen PC-Techniker in Vollzeit. Da steht auch alles bei, was ihr damit so machen müsst und so weiter. Und wo ihr euch dann hier melden sollt bei Fabian von MyPC. Die sind ja alle hier auf dem Server. Hier ist auch, ihr seht, ML-Computer ist hier, Enderfy, Vocto, Hardware-Rat, wie sie alle heißen. Also sind alle da und die haben mich halt gebeten, ob ich vielleicht darauf aufmerksam machen könnte, weil es ist halt Handwerk und jeder sucht gerade händeringend Leute, sei es ein Dachdecker, sei es bei uns bei der Telekom, ich arbeite ja bei der Telekom im Außendienst, das ist auch Techniker, die suchen alle wie Bekloppten, die Jungs halt auch. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch einfach mal bei denen. Wurde ich halt einfach drum gebeten, mache ich dann dementsprechend auch mal. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like nach oben da, wenn es euch gefallen hat, bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.